Guten Tag, liebe Videofreunde. Wir sind jetzt noch in Altwarp. Cheffe macht Abwasser. Und dann waren wir noch beide gerade duschen. Die haben schöne Duschen hier, das muss man sagen. Sauber, ordentlich, groß. Und jetzt geht's weiter nach Ried zur Familie Dachner. Wir haben noch schönes Wetter. Die haben aber jetzt demnächst ein bisschen wechselhafter gemeldet. Schauen wir mal, was jetzt so auf uns zukommt. Aber heute ist sehr warm, ne? Ja, schön. Ja, schön warm. Also im Vergleich zu gestern. Gestern war es ziemlich kalt, ne? Der Ostwind oder irgendwas. Was war sehr, sehr frisch und heute ist richtig warm. Herrlich. Ja, und jetzt geht's gleich weiter für die nächsten 3 Tage nach Ried. Und da haben wir gerade noch ein nettes Pärchen kennengelernt. Das waren unsere Nachbarn. Und die haben gesagt, in Ried gibt es noch einen ganz schnuckligen Campingplatz. Mal gucken, ob wir den auch finden und uns mal angucken können. Da fährt man drauf. Und dann ruft man den Platzwart an und dann kommen die irgendwann und dann bezahlt man. Und das wäre auch direkt am Wasser. Schön in so einem Wäldchen, das müssen wir uns mal angucken. Ne? Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Entweder zu Fuß oder mal gucken. Räder haben wir ja immer nicht dabei, das ist ja auch wegen Hundi. Der mag das ja nicht, in dem Wagen zu sitzen, hinten dran fürs Fahrrad. Das ist nicht so sein Ding, deswegen haben wir eigentlich immer auch nie Räder dabei und laufen lieber immer mehr. Also, dann werden wir mal losstarten. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm here to hold. So, wir sind jetzt mal hierher gefahren zu dem Platz, den unsere netten Nachbarn da uns empfohlen haben bzw. gesagt haben, der so nett wäre. Und das ist jetzt hier der Campingplatz oder Stellplatz, besser gesagt, wo man anrufen kann. Und dann kommt irgendwann jemand zum Kassieren und man kann sich dann einfach hier hinstellen. Man hat Strom, steht schattig unter Bäumen, steht man auch schön. Vor allen Dingen schön schattig steht man hier. Was hier dran steht. Na, hier steht halt, dass man sich einfach telefonisch melden soll. Der kleine Hafen von Ried. Also das Stettiner Haff, das ist einfach schön. Das ist einfach toll. Traumhaft. Na, und hier gibt es dann öffentliche Toiletten. Und genau hier gegenüber ist dann dieser kleine Stellplatz. Also Toiletten habt ihr auch. My love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun. So, heute gibt es bei uns was Schnelles. Und zwar gibt es Lachs, Räucherlachs mit Kräuterdip und dazu Wraps. Die füllen wir uns damit. Ja, und dann sagen wir mal Stößchen zueinander. Sagen wir zueinander Stößchen. Stößchen, ja. Kling! Mmh. Exzellent. Jesus, das ist eine Blur. Ja, wir sitzen hier. Das ist unsere Aussicht. Und hier liegt noch draußen. Wunderbar. Wir sind wieder bei Familie Dachner. Alles gut, wunderschön. Und jetzt werden wir den Abend genießen und es uns schmecken lassen. Nicht wahr, Chef?
Na freilich. Warum wir hier drin sitzen in der guten Stube und nicht draußen, ist erstens mal, bezieht sich das, das scheint nachher noch zu regnen. Und dann haben wir hier unheimlich viele Fliegen. Ja. So kleine, ganz kleine Fliegen, war drüben in Altwarp auch. Kriebelmücke, ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, reinzugehen. Und nebenbei beim Essen noch ein bisschen Fernsehen zu gucken, ist auch nicht schlecht. Ab und an ist das mal schön. Das ist jetzt Verzweiflung, wollen wir nicht draußen sitzen. Aber ab und an ist das auch mal schön, finde ich. Also. Michael spart mit der Creme Fraiche, weil der muss ja auf seine Figur achten. Nein, es ist wegen dem Tanken. Wegen Tanken? Ja. Na gut, dann ist es wegen Tanken. Da es ist noch da, reichlich. Und ich habe auch noch. Dafür nehmen wir ein bisschen mehr Lachs, weil der kostet ja nichts. Aha. Das war der Gaul. Ach so. Das ist immer gut, wenn man schön alles dabei hat. Siehst du, dafür ist die Kiste gut. Gestern habe ich mir den gefetzt bei den Plissés oben. So, und jetzt muss ich Nagelmodellage machen. Nagelmodellage im Wohnmobil. So. Alles wieder repariert. Sieht wieder ordentlich aus. So, jetzt fahren wir mal nach Neuwarp. Hier gegenüber, das ist Polen und wollen uns das mal anschauen. Was? Das ist jetzt eine Straße, wo man eine Trockentrenntoilette ohne Probe da haben kann. Hier wird alles gut durchgeschüttelt. Die alte TDR. Michael ist ein verwöhnter Wessel. So war das früher. Da waren die Straßen alle so auf die Dörfer. Das haben unsere Trabants ausgehalten. Die Pappe hat es ausgehalten, du. Hier sind wir jetzt also in Neuwarp. Ich muss direkt mal gucken, wo das Altwarp ist. So, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Und hier genau, also auf der richtigen Seite von Neuwarp. Hier auf der Seite kann man jetzt direkt gegenüber schauen. Und da war unser Stellplatz, wo wir gestern gestanden haben.
and I'm lying when I say I'm not afraid. But I'm trying to shelter you from pain. And oh my love, the seasons come and they go, but I hope you know that I won't. So, nachdem wir uns jetzt schön gestärkt haben, war sehr lecker, die Pirogen. Also, mir hat es gut geschmeckt. Haben wir uns jetzt überlegt, fahren wir nochmal tanken. Müssen wir aber 30 Kilometer fahren und gucken uns noch ein bisschen die Landschaft hier in Polen an. Ne? Ja, die ist nicht anders wie bei uns. Was sagt Michael immer? Ist alles unseres. So, Hallöchen, einen schönen guten Abend, sage ich mal jetzt, weil wir haben jetzt hier Abend. Ich will heute mal ein Rezept ausprobieren, und zwar habe ich letztens durch Zufall auf Facebook den Roland Trettl gefunden. Einige von euch kennen ihn vielleicht, er kocht immer mit seiner Frau, also live, seine Frau filmt, er kocht, er ist richtiger Koch. Und der macht immer ganz tolle Rezepte. Und da habe ich eins gesehen, da habe ich gedacht, Mensch, das könnte man im Wohnmobil mal ausprobieren. Und zwar sind das Kartoffeln mit Kürbiskern. Ich muss gucken, ob ich noch Kürbiskerne dabei habe. Und Speck, Knoblauch, ein bisschen Zwiebeln, Kräuter. Und dann angebraten mit Butter. Und dann kommen Spaghettis dazu mit Käse. Ja. Und das sah so lecker aus, als er das gemacht hat. Da habe ich gedacht, das muss ich mal ausprobieren. Ich kann das natürlich nicht so perfekt machen wie er, weil ich habe jetzt nicht so eine große Küche und alles. Aber ich fange jetzt mal an vorzubereiten. Und fange jetzt mal an, hier die Kartoffelchen in kleine Würfel zu schneiden. Und dann, ja, werde ich noch weiter erstmal schnippeln, bevor wir anfangen können mit dem Kochen. Der Roland Trettl ist übrigens ein ja, richtig guter Koch, finde ich. Und mit seiner Frau, wenn die das zusammen machen, das ist auch immer recht lustig. Und macht Spaß, den zuzugucken. Ja, und den habe ich gleich mal abonniert, damit ich auch nichts verpasse. So, Kartoffeln haben wir schon mal geschnippelt. So, Speck habe ich mir gekauft, Bio-Speck, weil ich jetzt keinen frischen Speck hier hatte und den schnippeln wollte. Der ist also schon fertig geschnippelt.
Roland Trettel, der hatte das in seinem Video gezeigt. Ich habe jetzt halt nur leider hier so ein kleines Brettchen noch übrig, weil auf dem anderen Brettchen sind die Zwiebeln. Dass man die Kürbiskerne am besten mit ein bisschen Öl, Kürbiskernöl, benetzt, weil dann lassen die sich besser schneiden und springen nicht so weg. Das habe ich gerade ausprobiert. Also es ging ohne dem Öl eigentlich gar nicht. Und es geht wirklich recht gut. Springt zwar auch noch ein bisschen weg, aber halt nicht so, als wenn man kein Öl drauf hat. So, das sind jetzt die Zutaten, die man braucht. Zwiebeln, Kürbiskerne, Speck, Kartoffeln klein geschnitten und Gewürze. Ich habe jetzt Petersilie und ganz feinen Lauch und ja, Knoblauch. Aber Knoblauch nehme ich tiefgefroren, weil ja, das einfacher ist, sozusagen. Ich habe nicht immer frische Knoblauchzehen dabei und der ist eigentlich recht gut. Und dann nehme ich das nachher auch noch mit zum Braten. So, jetzt geht's los. So, zum Braten nehme ich jetzt, also ich habe jetzt Kerrygold, nicht die reine Butter, sondern ja, gemischt halt, ne? Die mit Rapsöl. Der Roland Trettel, der nimmt reine Butter und das reichlich. So, schauen wir mal, ob das reicht. Zuerst mache ich mal den Speck rein und dann die Kartoffeln, weil ich Angst habe, dass wenn ich gleich die Zwiebeln reinmache und den Knoblauch, dass mir das verbrennt, der Knoblauch vor allen Dingen. Deswegen will ich das erstmal anbraten und mache nachher da noch den Knoblauch und die Zwiebeln rein. Ja, und dann schaut doch mal her, was wir hier für eine Kulisse zum Kochen haben. Ist es nicht schön? Bei einer schönen Abendstimmung, schönes Wetter. Der Mann wartet auf sein Essen. Schönes Wetter. Ja, ist doch gut. Alles gut. Herrlich. Ja, leider schon der letzte Abend. Geht immer schnell vorbei. So, jetzt kannst du weitermachen. So, die Kartoffeln, die sind jetzt schon so ein bisschen angebräunt. Und jetzt gebe ich die Zwiebeln dazu. Ich mache auch noch mal ein bisschen Butter rein. Das ist schon aufgesaugt. Das mit den Zwiebeln nicht anbrennen. Weil die sollen ja glasig sein. Und dann gebe ich jetzt auch, na, ich warte mal noch, so ein, zwei Minuten. So, die Kartoffeln sind gut, ich habe schon gekostet. Jetzt mache ich noch den Knoblauch rein. Und wir stehen mit unten. So, das riecht jetzt schon mal richtig gut. Ein bisschen nach schön frischen Knoblauch, Speck und Zwiebeln. Und jetzt gebe ich mal dann noch die Kürbiskerne dazu. So.
So, das lasse ich jetzt noch so ein kleines bisschen anschmoren, nicht mehr lange. Nur so ein, zwei Minuten. Dann stelle ich das beiseite, weil ich habe ja nicht so viel Platz. Und mache dann die Spaghetti. Und nachher kommen dann noch zum Schluss die frischen Kräuter dazu, das zeige ich dann noch. Aber jetzt stellen wir es erstmal beiseite, das sieht schon so ganz gut aus. Ja, stellen wir mal hier hin. Und jetzt machen wir die Spaghetti. So, die Spaghetti sind jetzt hier drin. Die lasse ich jetzt weich kochen. Ich habe also so circa 250 Gramm genommen, vielleicht ein bisschen weniger als 250 Gramm. So, mir sind die Nudeln jetzt hier etwas verklebt, weil wir hatten gerade das Erlebnis der Erlebnisse. Das erzählen wir euch aber nach dem Essen. Deswegen sind die Nudeln jetzt ein bisschen trocken. Also, es kommt jetzt noch drüber etwas Kürbiskernöl. Und natürlich die Kräuter. So. Und dann mischen wir das mal alles hier so ein bisschen unten drunter. Mal gucken, dass wir hier auch schön die Kartoffelchen mit dazu kriegen. So. Normal kommt ja jetzt noch ein schöner geriebener Käse drüber, aber da mein Herz allerliebster ja kein Käse ist. Das ist nicht richtig. Aber ich mag den Parmesan nicht. Dann muss ich mir das jetzt extra drüber machen. Normalerweise kommt das noch so ein bisschen ins Gericht rein, damit das so sich ein bisschen verbindet. Aber wie gesagt, Michael will ja nicht. So. Tauschen wir mal aus. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr drauf. Guten Appetit. Bin mal gespannt, ob es schmeckt. Ja, ich auch. Guten Appetit. Und? Was sagst du? Also mir schmeckt. Ja, da darf ich ja nichts Verkehrtes sagen. Aber ich muss dazu sagen, ich war etwas skeptisch. Die Kombination mit Bratkartoffeln und Spaghetti, aber erstaunlicherweise. Gut. Schmeckt gut, ne? Ja. Mit den Kürbiskernöl. Schmeckt ja. Immer frei. Mal was anderes. Ja. Also, das war das Rezept vom Roland Treddel. So, Teller sind leer. Die Pfanne auffasst. Wir haben eigentlich mehr gegessen, als wir wollten. Aber es war zu schade, zum wegzuschmeißen. Also ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich das Rezept das erste Mal gesehen habe, weil Kartoffeln und Nudeln, habe ich gedacht, wie soll denn das schmecken? Aber mit der Verbindung mit dem Kürbiskernöl und den Kürbiskernen, was alles so drin war, dachte ich, das hört sich gut an, das probiere ich mal aus. Wir sind satt. Ja. Und es hat uns geschmeckt. Ja. War lecker. War wirklich gut. Und wir haben auch schon mal eine Idee, wie man das abwandeln kann. Das nächste Mal. Das Essen, ne? Ja. So, aber jetzt wollen wir euch erzählen, oder Michael erzählt, weil ich habe leider auch keine Kamera mehr, alle Batterien, alle, wir haben nur noch das Handy, was uns jetzt gerade eben vorhin, deswegen hat das alles auch ein bisschen länger gedauert, passiert ist. Ich möchte nicht darüber sprechen. Oh mein Gott. Wir wurden gewarnt. Wir wurden im ersten Video, wo wir die Trockentrenntoilette eingebaut haben, gewarnt. Ja.
Und zwar, dass man auf die Pullerbox aufpassen muss wegen dem Füllstand. Ja. Michael stand vorhin ich kann es gar nicht erzählen, in der Toilette und hat gesagt, was ist denn hier los? Ist schon wieder was kaputt oder was? Also hier ist doch alles nass hier unten. Ich habe nasse Füße. Ja, ich war barfuß und deswegen habe ich dann gemerkt. Das war auch gut so, dass du barfuß warst. Sonst hätten wir es gar nicht gemerkt. Also wir mussten zwischenzeitlich... Also das Ding war voll. Voll. Übervoll, sozusagen. Ja, ja, wir mussten also alles sauber machen, leeren und wischen. Und das während des Kochens, ich sag's euch. Ja. 2 Tage war etwas lang. Das haut nicht. Also ich habe überhaupt nicht mal dran gedacht, muss ich sagen. Ich auch nicht, weil wir, ich weiß nicht. Ich hatte mal gedacht, naja, als wir da oben waren, 3 Tage sind wir ausgekommen. Aber wir haben scheinbar die letzten 2 Tage guten Fluss gehabt. Ja, also es war jedenfalls trotz Fenster in der Pipi-Box. Da guckt ja keiner drauf, kniest sich da nicht hin. Wir haben doch so gesagt, wo wir sie eingebaut haben. Wir haben ja ein Fenster drin, das sieht man ja. Nee, nix. Wenn man nicht drauf achtet, sieht man es auch nicht. Wenn du also Füße kriegst, dann merkst du es. So, also wir hatten heute Action am Abend. Das hat gereicht. Dafür war das Essen gut. Ja. Und die Toilette ist schön sauber geputzt. Ja, Picobello. War das Picobello sauber? Füße auch. Alles gut. Alles gut. Ja. So, die paar Tage sind vorbei. Wir hatten eine wunderschöne Zeit hier oben am Stettiner Haff. Das war wirklich sehr, sehr schön. Sowohl Altwarp als auch jetzt hier in Ried. Auch der Besuch in Neuwarp war schön gewesen. Gestern Abend leckeres Essen, überfülltes Klo. Wir hatten alles dabei. Und jetzt geht's ab nach Hause zur Baustelle. Und da werden wir jetzt noch mal einiges besprechen. Und ab nächste Woche geht ja bei uns die Außenfassade los zu Hause. Und da, ja, dort die Rollläden und so alles unten bleiben sollen, habe ich mich entschlossen, dann noch mal ein paar Tage wegzufahren. Was soll ich da? Und deswegen sehen wir uns wahrscheinlich schon bald wieder. The seasons come and they go, but I hold